Miteinander. Jetzt geht's wieder weiter. Und zwar habe ich eine neue Kamera, die Insta360 One RS. Und ich habe jetzt die mal kurz getestet. Am Anfang ist der Ton zwar nicht gut, aber das habe ich dann schnell gemerkt. Und dann nach 2 Minuten wird er dann viel besser wegen einem externen Mikrofon. Ja, dann lassen wir gleich los, was so die letzten 2 Wochen, kann wir sagen, gelaufen ist. Wir sehen uns am Schluss. So, neue Kameratesten, ganz geil. Mal schauen, ob da etwas wird. So, und zwar habe ich diese Kamera hier bekommen. Insta360 One RS, das neueste Modell. Mit 360 Grad Objektiv und auch ein normales 4K Objektiv. Und jetzt habe ich die da montiert und jetzt teste ich mal, wie das so läuft. Muss ich nämlich mein Handy nicht mehr in die Hände nehmen. Also, bis jetzt auch mäßig gut. Hoffen auch, dass der Ton gut ist. Und da finden wir dann raus. Aber sieht gut aus da. Die Engine ist ganz schnell. Ein sagenhafter Bildstabilisator, weil alles zusammen. Oh, ich muss ja Hochdeutsch sprechen. Alles zusammen wackelt da vorne. Also die Kamera ist ja auf einem so einem langen Stick und das wackelt extrem eigentlich. Aber das muss wohl so sein. Weil das Bild ist ja völlig stabilisiert. Wahnsinn, ich dachte, das wackelt dann alles, aber es funktioniert. Ja, super. Nehme ich euch da ein bisschen mit. He? Also, bis jetzt, geile Kamera, muss sagen. Überzeugt mich. Muss nachher noch gucken, wie die Tonqualität ist und auch die Bildqualität. Aber bis jetzt ist es super. So, bis jetzt habe ich es übers Handy laufen lassen. Jetzt kann ich auch die Kamera filmen. Habe ich gemerkt, weil der Handyakku ist fast leer. Oh, wieder Hochdeutsch. Ja, ja. Ihr werdet mich verstehen, die meisten. Also, das Ding wackelt extrem da oben, aber das Bild scheint ruhig zu sein, was ich so sehe. So, neuer Tag. Jetzt habe ich wirklich Freude an dieser neuen Kamera. Das ist genau das, was ich brauche. Und jetzt habe ich aber ein externes Mikrofon angehängt, das Rode. Und das Schöne ist, der Halter, der hält auch. Moment, es windet. So sieht das aus. Das Geile ist, es ist da ein Halter dabei. An dieser Kamera, ich glaube Zubehör. Kann man nur oben raufstecken und das Rode passt da genau in diesen Schlitz und das hält wirklich. Und jetzt nehme ich mal mit dem Teil auf und der Vorteil ist, ich habe kein Kabel mehr, ich kann weglaufen. Das sehen wir dann. Gut. Probieren wir mal diese Kamera aus mit dem externen Mikrofon, Rode, Wi-Fi. Und wir sind wieder auf einer Fahrradtour, jeden Morgen. Und meistens auch abends eine kleine, morgens eine große, mindestens eine Stunde am Morgen, eher länger, eineinhalb meistens, ja, fahren wir da durch das schöne Appenzellerland. Und ich muss sagen, die Kamera ist echt toll. Ich habe die am Lenker eben montiert und es schüttelt zwar, aber das Bild ist trotzdem nicht verwackelt. Und ich denke, jetzt ist auch die Tonqualität viel besser, weil zuvor hat es ja, habt ihr gehört, hat es vom Rahmen her, das Mikrofon hat da dieses Lärm aufgenommen. Und ja, jetzt ist das sicher top. He? Diese Kamera hat sogar eine Sprachsteuerung, das heißt, ich kann sie, die Rekord,
Funktion einschalten, indem dass ich sage Start Record und dann schaltet sie ein. Und dasselbe beim Aus, da muss ich, das kann ich jetzt nicht sagen, so stellt sie nämlich ab, aber ich sage es dann am Schluss. Ja, wir fahren hier durch einen schmalen Waldpfad, nur ein kurzes Stück. Aber da bin ich schon x-mal durch, ich habe so 4-5 Touren, die ich jeden Tag abwechselnd dann fahre. Stopp-Rekord. Stopp-Rekord. Angie, Heila, komm da, komm, Angie. Sind wir gerade Rehe begegnet? Nein, da, da. Die sind jetzt abgehauen. Und meine bleiben schön da, wie es sich gehört. Warte, Angie, warte. So. Stop Record. Ja, jetzt geht's nicht mal, hä? Ja, ist nur ein kleines Wäldchen am Bach entlang. Angie, warte. Stop Record. Warte, Angie, Ayla, warte, warte, komm da, Ayla, komm da, da, komm, nein, wir gehen nicht in die, vamos, Angie, da, komm, Ayla, komm, vamos, Angie, stop record. Ich natürlich die Rehe, aber die dürfen da nicht hinterher, das gestatte ich nicht. Und das klappt eigentlich. Muss man natürlich üben, trainieren. Du trinken. So. Stop Record. Stop Record. So, jetzt geht's da die Wiese hoch. Ja, der Vorteil dieser Kamera ist, dass ihr jetzt viel mehr mitkriegt, weil ich beide Hände frei habe und Freisprecheinrichtung. Und dann kann ich auch mal länger laufen lassen. Dann habt ihr jetzt solche Szenen auch mal drin, wie das so läuft mit meinen zwei Wölfen da. Die genießen Freiheit, aber das in begrenzten Rahmen. Innerhalb von dem Rahmen haben sie ja eine schöne Freiheit, aber wehe, sie gehen außerhalb dieses Rahmen, dann ja, weiß ich sie natürlich zurecht, weil das toleriere ich nicht, null Toleranz da. Und so, ja, man muss einfach konsequent sein. Und so, wenn man da lange arbeitet, dann am Anfang ist es schwer, streng, gerade bei der Mutter, die Schwarze, die ist ziemlich eigenwillig. Mit der Engine ging es ein bisschen einfacher, weil die Mutter schon alles konnte. Und dann ist sie einfach ihr gefolgt. Ja, und heute klappt es eigentlich mehr oder weniger gut. Es ist natürlich nie perfekt. Vor allem, wenn Hunde kommen, da ist die Engine ziemlich, ja, dominant. Gerade wenn wir beim Camper sind, da beschützt sie und bewacht sie alles. Und das darf sie natürlich auch, aber da muss ich sie halt im Zaum halten. In dieser Kultur verträgt sich das nicht. Da, was Straßenhunde hat, ist das etwas anderes, weil die Hunde diese Sprache kennen und die kommen schon gar nicht so nahe, weil jeder respektiert das Territorium des anderen. Das machen meine nämlich auch. So, die Kamera kann ich auch umdrehen. Und zwar ganz einfach, einfach ein Hebel runter und drehen, fertig. Und jetzt seht ihr mich da. Kann ich also auch mal so mit euch sprechen. Wobei, ja, ihr wollt sicher die Natur sehen. Die ist ein bisschen hübscher wie ich. Also, dann lasse ich euch oder erlöse ich euch wieder von meinem Anblick. Hä? So, also, das ist die Kamera, die ich mir zugelegt habe. Und ich bin echt begeistert. Mit natürlich noch Zubehör, da ist noch ein Saugnapf, Klebehalter. Das Mikrofon ist nicht von denen,
Also da ist die XT360 One RS, das neueste Modell. Und das hält super, auch auf dem Bike. Und jetzt habe ich da noch das Mikrofon, weil da ist eben der Adapter. Kann man da schön was anhängen, damit die Tonqualität jetzt top ist. Und von jetzt an kann ich während der Fahrt so aufnehmen und eigentlich ganz einfach zu bedienen über das Handy oder über Sprachsteuerung oder einen Knopf drücken an der Kamera direkt. Also ich bin begeistert. Das ist genau das, was ich brauche. Und damit habe ich dann jetzt eine Hand immer frei, beziehungsweise beide Hände. So, ich bin wieder unterwegs. Und weil ich so Freude an dieser Kamera habe, die hängt ja da am Lenker, ja, filme ich jetzt ein bisschen mehr. Muss es natürlich auch noch dann zusammenschneiden. An dem habe ich nicht so Freude. Ja, aber am Filmen selber schon. Und am liebsten wäre mir, ich filme und jemand anders schneidet das Zeug. So, also, jetzt sind wir da schön an der Tour, links der Bach. Wunderschön in der Natur. Jeden Morgen, wie immer. So, wunderschöne Bäume hier. Unten rechts Einfamiliensiedlung. Ja, ist eine schöne Gegend hier. Hallo. Zwei schöne Ponys, hä? So, jetzt geht das ein bisschen schneller mit viel Wind. Mal schauen, wie die Windgeräusche bei euch sind. So, hier geht es ziemlich steil runter, da nehme ich euch gleich mit. Das ist jetzt möglich, früher konnte ich das nicht. Weil ich muss beide Hände an der Bremse halten. Ja, super. Super Kamera, muss ich sagen. So, mal gucken, wie das geht mit denen da. Also meine haben mehr Angst. Aber interessant, hä? Die machen einen Bogen. So. Aber mich müsst ihr jetzt durchlassen, hä? Ihr Kühlein. Das ist Appenzellerland. Ah, geschafft. Der Berg da hinten, das ist der Sentis, der höchste Berg, den das Appenzellerland hat. Das ist 2.500 und ein paar Meter mehr. Ja, da gibt es auch eine Drahtseilbahn hoch. Man kann aber auch hochlaufen, ist aber anstrengend. Aber gesund, ja. Da unten ist mein Camper, ihr seht es. Ist eigentlich ein schöner Platz. Ich habe da eine große Wiese. Der Bauer hat zwar gerade die Scheiße von den Kühen da hingebracht. Jetzt riecht es ein bisschen. Aber ja, das ist halt ländlich. Mich stört das nicht so. Das vergeht ja wieder. Hä? Ich hatte noch eine Garantiearbeit, die ich natürlich selber mache, weil ich es selber gebaut habe. Und zwar hatte ich einen Wassereintritt. Und zwar wurde da unten in der Klappe, war es immer wieder mal nass. Und ich dachte, es sei von der Schuhe, seit Frankreich eigentlich. Und dann, dann irgendwann war klar, das muss von außen kommen. Dann habe ich natürlich alles abgesucht und bin dann auch fündig geworden. Und zwar da oben. Ja, da habe ich leider diese Fuge viel zu schmal gemacht und da hat es dann gerissen, da ist auch die stärkste Belastung.
Und die ist dann aufgegangen und da ist das Wasser rein, ist runter, unten raus, also runter und dann ist da bei der Schwelle unten im Fach wieder rausgekommen. Da musste ich das ganze Holz hier, da drunter ist ein Holzstück, das einzige Holz, das ich verbaut habe, außer die Möbel natürlich, musste ich dann rausnehmen und trocknen. Und jetzt ist alles wieder gut, alles wieder dicht. Rechtzeitig erkannt, dass nichts passiert, soweit, ja. Kann es geben. Ja, passiert halt. Hä? So, hier habe ich mich niedergelassen. Die zwei schlafen da immer draußen, schön unter Dach. Es hat nämlich jetzt geregnet. Und ja, wir sind hier tipptopp. Und jetzt habe ich meine Wäsche. Gestern war ein super schöner Tag, die Wäsche war trocken. Und ich habe sie vergessen. Jetzt habe ich sie halt nochmal gewaschen. Scheiße. Jetzt muss es nochmal trocknen. Ihr seht. Oh Gott. Tja, hä? So ist das halt, hä? Ja. So, jeden Tag bin ich mit der Klima am Heizen. Ich bin jetzt gerade von der Radtour zurückgekommen. Habe sie ja schnell abgestellt. Jetzt braucht sie am Anfang 660 Watt, inklusive Kühlschrank, der läuft auch. Und Temperatur drin, ja, knapp 22, draußen 9,5. Und in 10 Minuten ist hier richtig warm. So, etwas später, Klima läuft immer noch. Ich habe auf 26 Grad eingestellt. Verbrauch nur 200 Watt, so bleibt sie oder stellt dann auch mal ab. Und jetzt ist das ganze 28 Grad, wobei der Wind bläst natürlich direkt auf den Thermometer, aber es ist schon heiß, ich muss jetzt ein bisschen runterstellen da auf 24. Aber ihr seht, jetzt wird sie dann da abregeln und abstellen, genau. So, jetzt verbraucht es gar nichts mehr. Jetzt kommt gerade Sonne und ich sehe, 2000 Watt kommt ganz schnell mal so rein. Die Sonne ist nicht voll und trotzdem. Also das geht manchmal hoch bis 2,2. Ich habe ja 2000 auf dem Dach. Also die Leistung bringt die Anlage tipptopp. Fragt euch sicher, was das ist. Das ist das Seifenkistenrennen in Bischofzell, Schweiz. Da kommen die Jungen und auch die Alten runtergedüst und müssen möglichst schnell diese Strecke meistern. Ja, ich dachte, ich nehme da ein paar Sequenzen auf, weil es ist doch interessant. Hä? Also die sind ganz grün, diese Karren, weil die haben weder Motoren, gar nichts. Ja, außer wenn sie hochgebracht werden, schätze ich, dann werden sie vielleicht mit Pferdekutsche hochgebracht, ich weiß es nicht. Ja gut, schauen wir weiter. Habt ihr das auch noch gehört? Die singen gerade. Hä? Jetzt gibt es nämlich Futter. Und die sagen, hey Alter, gib mir endlich Futter, sonst fressen wir dich auf. So, meine Kaffeemaschine ist ja in der Reparatur. Jetzt habe ich mir gleich eine neue gekauft. Vollautomat für 200 Franken.
habe ich die geschossen. Spezialpreis, weil ich jetzt nicht länger warten will auf die Reparatur. Dann habe ich halt zwei, verkaufe ich dann eine. Und die Sackgoschen, also die Tragtaschen, sagt ihr, sind auch voll. Also da geht recht viel aufs Mountainbike. So, meine Kaffeemaschine ist mal provisorisch drin. Jetzt lasse ich einen Kaffee raus. Ich hoffe, das geht. Und da kommt er. Es gibt nichts über eine Kaffeemaschine, wenn man überhaupt Kaffee trinkt. Ja, das ist ein Vollautomat, die kleinste, was es gibt. Und ich muss sagen, man kommt da überall dazu. Zum Rührwerk auch. Bin zufrieden. So, eingestellt auch gleich. Tipptopp. So, ich fahre wieder weiter. Ich bin, ich glaube, zwei Wochen hier gestanden. Jetzt mit der neuen Kamera bin ich am Aufnehmen und ich hoffe, der Ton ist auch gut. Ich habe da ein Mikrofon dran und ja, wir werden sehen, ob das passt. Das ist sicher ein bisschen laut, aber ja. Ich kann jetzt vom Handy aus starten. Und das Handy, das habe ich nicht in der Hand und so habe ich immer die Hände frei. So, ich bin jetzt hier an meiner ehemaligen Werkstatt angelangt und da mache ich jetzt einen Ölwechsel. Also, bin am Ölwechsel machen, ganz gemütlich. Da unten 10er im Bus, am besten so eine Nuss da lösen und dann kommt das Öl raus. Der Ölfilter, der ist da auf der linken Seite von hier aus gesehen oder rechts, wenn man fährt. Und hier ist der Dieselfilter, der große, und der kleine ist auch ein Dieselfilter, aber nur so ein Sieb, kann man reinigen. Mache ich jetzt aber nicht, ich wechsle nur das Öl. Hier kann man Öl auffüllen. Es geht ungefähr, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, etwa 15 Liter rein. So, das ist das Öl, das rauskam. Also sicher 15 Liter. So, ich bin wieder unterwegs und zwar nach Wittenbach, wo ich mich mit jemandem treffe, der ein bisschen Camperberatung will. Öl ist gewechselt, alles gut. Ich stehe hier vor einem Bahnübergang, Motor abgestellt. Deswegen ist der Ton jetzt sicher auch super. Ja, dann reise ich mal da. So, ich war jetzt beim Dani Besuch und fahre jetzt morgens um 6 schon los, weil ich muss durch Bregenz fahren und da will ich nicht in den Berufsverkehr kommen. Deswegen geht es jetzt bereits im Halbdunkeln los da. Erstes Mal werde ich tanken in Österreich. Ich glaube 1,90 da. Und dann hole ich mir Luftlandebleche. Ich habe gestern meine Alu, die dicken, habe ich verkauft an Dani. Und jetzt hole ich mir wieder Luftlandebleche. Ich hatte die mal kurz gehabt und hatte den Fehler gemacht, diese verkauft zu haben. Und jetzt besorge ich mir wieder. Und das ist in Nähe von Kempten, muss ich jetzt hinfahren. Da unten ist der Bodensee, ich bin jetzt von St. Gallen, fahre ich da den Berg runter. Man sieht es ein bisschen, jetzt ist Dämmerung. War jetzt gerade hier in Österreich, bin ich jetzt an der Jet-Tankstelle, habe getankt für 1,90. Das ist Wahnsinn. Noch nie habe ich so teuer getankt, muss ich ehrlich sagen. Letztes Mal ja in Spanien für 1,69. Und die haben eigentlich Maskenpflicht an der Tankstelle, aber die Leute scheren sich einen Dreck. Selten ist da eine mit Maske. Die haben aufgehört, obwohl die Regierung das vorschreibt, weil sie den Sinn einfach nicht mehr sehen. In den Läden offenbar ziehen sie es immer noch durch, da machen die Leute noch mit, aber so langsam bröckelt es. Hä? Weil in die Schweiz hat ja schon über 2 Monate laufen die Menschen ohne das Teil rum und sie haben es auch überlebt. So, eben in Österreich bin ich, hinter Bregenz, da hat es auch ein paar Berge. Und da fahren wir jetzt durch, etwa 50 Kilometer, Richtung Kempten.
Dieselverbrauch, der ist sagenhaft runtergekommen durch meine längsamere Fahrt von Spanien bis jetzt ja nach Deutschland. Sage und schreibe 16 Liter. Ich muss hier noch 8% runterrechnen, weil mein Tacho gibt ja 8 bis eher 10% zu wenig an. Also neuer Rekord. Ja, so wenig hatte ich noch nie verbraucht. Ja, in diesen Zeiten muss man sparsam sein. Ja, tipptopp. Mitten in Allgäu, Pause gemacht. Und die Hunde müssen laufen. Heute gibt es nicht so viel wie sonst. Aber Allgäu sieht eigentlich aus wie Appenzellerland. Also es sollte eigentlich auch zur Schweiz gehören. He? Alles was Berge hat, sollte doch der Schweiz gehören. Oder? Naja, okay, Österreich. Österreich oder Schweiz? So, wer hätte das gedacht, dass ich da noch ein bisschen Offroad fahren kann, wegen Baustelle. Aber die Piste ist ja tipptopp. Dem Streckenverlauf einen Kilometer folgen. Also jetzt bin ich dann gerade am Ziel, das ist vermutlich ein Bauer, irgendwo da hinten, da unten ist noch ein See. Jetzt sieht man ihn, glaube ich, und eine Eisenbahn. Ja, bald am Ziel. Der wohnt ein bisschen voll abgelegen. Wunderschöne Gegend. So, ich bin jetzt hier. Das ist ein buddhistisches Kloster, irgendwie so, das Zentrum hier. Und dahinter habe ich mein Luftlandeblech, das tue ich jetzt halbieren. So, schon hinten drauf. Die sind eben nicht so dick und glaube ziemlich auch stabil. Und ja. Die brauchen weniger Platz und sie sind leichter. Dafür sehen sie alt aus, aber egal. Das haben wir jetzt auch geschafft. Ich habe jetzt schnell umpackiert und das ist diese buddhistische Anlage. Ja, da wohnen viele Menschen. Tja, da habe ich jetzt meine Luftlandebleche gekauft. Jetzt mache ich aber noch Pause. Wunderschön, wenn ich schon da bin. War es wieder von mir. Ich bin jetzt die nächste Zeit in Deutschland und zwar in der Nähe von Nürnberg, Röttenbach und bei meiner neuen Freundin. Ich werde hier ein Weilchen bleiben und ich werde sie euch dann auch mal vorstellen. Vermutlich im nächsten Video, müsst noch ein bisschen Geduld haben, weil sie ist gerade am Kochen für mich, jetzt hat sie keine Zeit, das ist wichtiger und ja, wir sehen uns bald wieder, es kommen noch auch technische Videos, die ich da einschneien lasse und ein paar Dinge, die ich da gemacht habe. Ja, okay, dann Daumen hoch und bis bald, tschüss.